Hallo, herzlich willkommen zum Online-Meeting, zur Abschlussveranstaltung unserer Themenwoche Macht mit Kindern teilen. Wir heißen alle Teilnehmenden herzlich willkommen, hier ganz in der Nähe und ganz weit weg. Besonders möchte ich Ariane Hoppler begrüßen aus Norfolk. Sie ist zugeschaltet. Toll, dass wir auf diese Weise miteinander arbeiten und uns austauschen können. Ein echtes Vorrecht. Wir senden heute dieses Online-Meeting aus der evangelischen St. Georgsgemeinde aus den Räumlichkeiten hier in Bremen. Heute dreht sich alles um das Motto Teilen macht satt. Wir, das sind Sandra Bohlken und Birte Lehmhüß. Birte, wir haben uns ja die ganze Woche über mit der Machttorte beschäftigt. Eine Machttorte. Wie sieht die eigentlich aus? Und ich glaube, wenn du mich vor einer Woche gefragt hättest, da hätte ich so einen majestätischen Tortenberg vor mir gesehen. Weiß ich nicht. 3 Meter hoch, Blattgold, Marzipanröschen, Sahnehäubchen. Richtig prachtvoll und so groß, dass alle satt werden. Und jetzt, durch die Woche, durch das Beschäftigen mit dem Motto, ich glaube, wenn ich die heute backen müsste, dann würde das so ein stinknormaler Apfelkuchen werden mit Streuseln drauf, ein riesiges Blech. Weil mir bewusst geworden ist, dass die Normalität viel mehr Einfluss hat, viel mehr Macht auf mein Handeln und Denken. Ach Sandra, ich hatte eigentlich dieses Wort vor Augen, Macht. Orte, weil es geht doch um die Macht, so steht das doch auch bei uns im Motto, Macht mit Kindern teilen. Und mich würde interessieren, wo ereignet sich eigentlich Macht? Und mir fällt dazu eine Situation ein, als ein Kind mich gefragt hat und sagte, eigentlich finde ich, ist das Wichtigste, dass man die Fernbedienung in der Hand hat. Denn dann kann ich über das Fernsehprogramm bestimmen. Und dann habe ich die Macht zu Hause. Und ich gäbe alles darum, diese Fernbedienung in der Hand zu halten. Oh ja, dieses Machtgerangel, das kenne ich wohl von zu Hause. Und die Couch als Ort der Macht mit der Fernbedienung. Guck mal, weißt du, was mir gerade auffällt? Wenn ich hier den Bindestrich weghaue und da ein fettes Ausrufezeichen hinsetze, dann ist das eigentlich unser Motto, oder? Macht Torte, Leute. Backt keine kleinen Brötchen. Macht Torte. Werdet laut, werdet bunt, tut euch zusammen. Backt zusammen mit Groß und Klein und macht eine Torte, die alle satt macht. Apropos alle satt machen, sollten wir nicht auch eine Torte hier haben? Ja, ich glaube, es wird Zeit, ne? Also, ja. Paula. Die Torte bitte. Wow. Mega. Wow, die sieht wirklich großartig aus. Krass. Paula, sag mal, ist die nur für Birte und mich? Wer soll das denn alles essen? Das brauchen wir Gott sei Dank nicht alleine essen, Sandra. Wir haben hier tatkräftige Unterstützung in diesem Raum. Und da sind vor allen Dingen Paula Wessendorf, die auch die Torte gemacht hat, und Volkert Leder, die die Redaktion sozusagen hier in diesem Raum begleiten. Genau, Volkert ist mein Name und ich bin dafür zuständig, dass eure Kommentare, eure Ideen, eure Wünsche hier auch zur Sprache kommen, und wenn ihr über YouTube unterwegs seid hier auf dieser schönen Veranstaltung oder auf Facebook, dann schreibt in die jeweiligen Kommentarfunktionen und wir bringen das dann zu unserer Referentin Ariane oder hier zu unseren beiden Moderatorinnen. Und Paula? Genau, ich bin Paula und ich unterstütze Volkert und bin für den Zoom-Chat zuständig. Okay, ich finde, jetzt kann es losgehen.
Wir wünschen uns miteinander einen sehr angeregten Austausch, ein nettes Miteinander bei Tee und leckerster Torte. Und jetzt wollen wir erstmal in Bewegung kommen und uns zusammen eingrooven mit Falco. Moin allerseits. Ich möchte mit euch grooven. Und vielleicht habt ihr mal nicht ein Schlagzeug in der Hand oder irgendwas anderes, auf dem ihr rumtrommeln könnt. Aber eine Sache hat jeder dabei, nämlich seinen eigenen Körper. Und der macht jede Menge Sound. Und ich stelle euch 5 Beats vor, die wir danach dann gemeinsam machen können. Ein paar sind ganz schön einfach. Und bei ein paar, da sehe ich jetzt schon, da fangen erstmal hier oben die Gehirnzellen an zu rattern. Wir gehen aber langsam durch. Den ersten Beat, den ich dir zeigen möchte, das ist bei unserem Instrument, der Shaker, ganz einfach, indem wir einfach mal unsere Hände warm rubbeln. Es darf ruhig richtig heiß werden dazwischen. Vielleicht sogar auch mit diesem Rhythmus, mit diesem Zacka, 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 Zacka. Okay, das ist der erste Beat, den wir nachher brauchen. Der zweite ist ganz, ganz ähnlich. Ich nenne ihn den Feierabend-Clap. Und Feierabend macht man immer dann, wenn man seine Hände sozusagen vom Staub befreit. Dazu auch die Handflächen sehr, sehr gerade halten und vielleicht vorne mit den Fingerkuppen einfach den Schmutz abklopfen. Das wäre bei unserem Schlagzeug zum Beispiel die Hi-Hat. Also wir haben Shaker, Hi-Hat, Shaker, Hi-Hat. Jetzt zu dem dritten Baustein. Und dafür brauchen wir unsere Füße. Und jetzt kommen wir nämlich zum Fundament, zur Bassdrum. Und die geht nämlich wie folgt. Ist egal, mit welcher Seite ihr anfangt. Wir machen einfach die ganze Zeit Fuß, Fuß, Fuß. Fuß, Fuß, Fuß. Fuß, Fuß, Fuß. Fuß. Fuß, Fuß. Mal alleine. Okay. Jetzt, wenn wir die Bassdrum haben, Fuß, 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 den Feierabend-Clap und vielleicht den Shaker, kommen wir jetzt mal zu was Eingemachten. Dafür nehmen wir uns etwas mehr Zeit. Und dazu möchte ich dir einen kleinen Beat vorgeben und den dann mit dir gemeinsam machen. Dafür brauchen wir unsere Brust. Ich klopfe das, kürze das gerne ab mit Bru, mit einem Schnips, Schnie und Klatsch. Da, klar. Das heißt, wir machen erstmal so eine Pendelfigur, die geht immer so. Brust, Schnips, Klatsch, Schnips, Brust, Schnips, Klatsch, Schnips, Bru, Schnie, klar, Schnie, Bru, Schnie. Klar, Schnee, Schnips, Klatsch, Brust, Schnips, Klatsch. Mach ruhig mit. Genau. So, wenn jetzt schon die Hälfte von euch sagt, das kann ich ja schon längst, dann bauen wir da noch ein kleines Solo mit rein, indem wir nämlich zweimal über unsere Schenkel gehen. Schnips, Schenkel, Brust. Okay? Da müssen wir vielleicht mal die Hand tauschen oder so. Das können wir auch machen. Probiert mal mit der anderen Hand. Brust, Schnips, Klatsch, Schnips, Brust, Schnips, Klatsch, Schnips. Beim nächsten Mal nehmen wir die Schenkel mit. Schnips, Klatsch, Schnips, Schenkel, Brust. Schnips, na, erwischt. Nochmal. Schenkel, Brust. Schnips, Klatsch, Schnips, Schenkel, Brust. Schnips, Klatsch, Achtung. Schnips, Schenkel, Brust. Schnips, der Duracell-Hase wird langsam. Schnips, Schenkel, Brust. Schnips, klar, Schnie, Schenkel, Bru. Schnie, 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 genau, das könnt ihr in jeder Geschwindigkeit machen, wie ihr gerne wollt. Später haben wir einen Rhythmus dazu, den wir gemeinsam machen. Eine Runde noch, Schenkel, Brust. Schnips, Klatsch, Schnips. Okay, ich hoffe, den habt ihr euch gemerkt. Shaker, Feierabend-Clap, die Bass-Drum mit dem Fuß, Fuß, Fuß und unserem Brust, Schnips, Klatsch, Schnips, Schenkel, Brust.
So, und jetzt machen wir noch mal uns einmal richtig locker, indem wir einmal uns von oben nach unten abklatschen. Das geht nämlich wie folgendermaßen. Klatsch, Brust, Brust, Bauch, Bauch, Po, Po. Okay, ganz einfach von oben nach unten. Mach mal gerne mit. Und klatsch, Brust, Brust, Bauch, Bauch, Po, Po. Gleich noch einmal. Klatsch, Brust, Brust, Bauch, Bauch, Po, Po. Mal ohne Angabe. 3, 4. Okay, das ist der erste Teil. Von oben nach unten. Und wenn ihr wollt, gibt es noch einen zweiten Teil von diesem letzten Fill, so nennt sich das. Also dann, wenn man so ein kleines Solo über die Toms und über die Becken bei einem Schlagzeug spielt, ist der zweite davon. Der fängt genauso an mit einem Klatsch, Brust, Brust, Klatsch. Erstmal bis dahin. Nochmal. Klatsch, Brust, Brust, Klatsch. Achtung, jetzt nehmen wir noch was Neues dazu. Klatsch, Brust, Brust, Klatsch. Fuß, Fuß. Okay? 3, 4. Klatsch, Brust, Brust, Klatsch. Fuß, Fuß. Nochmal. Klatsch, Brust, Brust, Klatsch, Fuß, Fuß. Und weil wir hier eine Lücke hatten, nehmen wir da noch einen Klatscher mit dazu. Das Ganze 3, 4. Klatsch, Brust, Brust, Klatsch, Fuß, Fuß, Klatsch. Okay, das geht doch schon ganz gut. In Zeitlupe. Klatsch, Brust, Brust, Klatsch, Fuß, Fuß, Klatsch. Nochmal. Klatsch, Brust, Brust, Klatsch, Fuß, Fuß, Klatsch. Nochmal. Klatsch, Brust, Brust, Klatsch, Fuß, Fuß, Klatsch. Weißt du noch den ersten? Klatsch, Brust, Brust, Bauch, Bauch, Po, Po. Okay, und danach Klatsch, Brust, Brust, Klatsch, Fuß, Fuß, Klatsch. 1, 2, 3, 4. Klatsch, Brust, Brust, Bauch, Bauch, Po, Po. Klatsch, Brust, Brust, Klatsch, Fuß, Fuß, Klatsch. Nochmal. Klatsch, Brust, Brust, Bauch, Bauch, Po, Po. Klatsch, Brust, Brust, Klatsch, Fuß, Fuß, Klatsch. Letztes Mal. Klatsch, Brust, Brust, Bauch, Bauch, Po, Po. Klatsch, Brust, Brust, Klatsch, Fuß, Fuß, Klatsch. Oh ja, ich glaube, das war jetzt jede Menge. Such dir doch gleich mal bei unserem Quintett, was jetzt im Anschluss dieses Videos kommt, eine Stimme aus. Spul am besten wieder ein Stückchen zurück und nimm mal eine neue. Also von unserem Shaker begonnen, über den Feierabendclap, zu unserer Bassdrum. Fuß, 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 Fuß. Fuß, Fuß zu unserem Brust, Schnips, Klatsch, Schnips, Schenkel, Brust, Schnips, Klatsch, Schnips, Schenkel, Brust, Schnips, Klatsch, Schnips, Schenkel, Brust, Schnips, Klatsch, Schnips zu unserem Abklatschen von oben nach unten. Achtung, Klatsch, Brust, Brust, Bauch, Bauch, Po, Po. Klatsch, Brust, Brust, Klatsch, Fuß, Fuß, Klatsch. Nochmal, Klatsch, Brust, Brust, Bauch, Bauch, Po, Po. Klatsch, Brust, Brust, Klatsch, Fuß, Fuß, Klatsch. Wir sehen uns gleich im Quintett mit dir, dann im Sextett, dann wieder. Viel Spaß! 1, 2, 3, 4. In der St. Georgsgemeinde treffen sich regelmäßig die Juniors. Mit ihnen haben wir in den letzten Wochen überlegt, wie eine echt coole Machttorte aussehen könnte. Wir haben sie eingeladen, zu Hause zu experimentieren und auch hier haben wir natürlich viel ausprobiert. Machtvoll soll sie aussehen, unsere Torte. Was nun dabei rausgekommen ist und die vielen verschiedenen Schritte, die nötig sind, damit die Machttorte wirklich mächtig wird, das wollen wir nun mit euch teilen.
Ariane, bevor du uns jetzt gleich einen Einblick gibst in deine Arbeit in England und uns erzählt, wie ihr in England Partizipation von Kindern versteht und umsetzt, welche Hindernisse es gibt, welche Erfahrungen ihr bisher gemacht habt, möchten wir dich noch etwas besser kennenlernen. Und zwar kommt jetzt der ultimative Tortencheck, Ariane. 4 Entweder-Oder-Fragen. Zitrone oder Schoko? Könnt ihr sie hören? Okay, jetzt geht's. Ah, ja, jetzt. Ich konnte mich nicht auf laut stellen. Alles klar. Jetzt fängst du nochmal an. Okay, du hast noch gar nichts verstanden, was ich gesagt habe. Doch, sag nochmal kurz. Also, Tortencheck, 4 Fragen, entweder oder. Zitrone oder Schokotorte? Zitrone. Zitrone. Kaufen oder selber backen? Kaufen. Okay. Picknick oder Straßencafé? Picknick. Mit Kaffee oder Tee? Kaffee. Okay, danke schön. Ariane, welche Machttorte hast du denn als letztes mit Kindern zusammen gebacken? Also, wir sind ja wie ihr in Deutschland auch im Lockdown und schon ganz lange, also schon seit, immer mal wieder und dann wieder nicht, aber im Prinzip seit einem Jahr. Und die letzte Machttorte, die wir zusammen gebacken haben, ist ein Zoom-Projekt für Teenager, was sich mit Yoga und Achtsamkeit beschäftigt, wo wir regelmäßig einmal die Woche Yoga und Achtsamkeit zusammen praktizieren. Und das haben wir von Anfang an mit einer Gruppe von Teenagern gemeinsam entwickelt. Okay, danke schön. Dann bin ich jetzt ganz neugierig. Erzähl uns mehr von deiner Arbeit. Okay, dann geht's jetzt mal los. Herzlich willkommen erstmal an alle. Ich lade mal gerade meine PowerPoint hoch, dass ihr alle das sehen könnt. So, also, heute, ich habe ja 15 Minuten Zeit. Jetzt geht's ganz schnell mal durch, was wir hier in Großbritannien machen. Also, ich heiße Ariane Hobler und komme eigentlich aus Deutschland, aber lebe jetzt schon seit 15 Jahren in Großbritannien. Und ich arbeite in der Beteiligungsarbeit. Ich habe noch andere Arbeitsbereiche, aber die Beteiligungsarbeit, Kinderrechtearbeit ist ein großer Teil meiner Arbeit als Bildungsreferentin. Einige von euch waren ja schon bei mir im Workshop am Mittwoch und haben schon ein bisschen was davon gehört. Da hatten wir schon sehr interessante Diskussionen, dass es ja bei euch natürlich auch schon gute Projekte der Beteiligungsarbeit gibt. Also manches wird euch sicher sehr vertraut vorkommen. Ich habe diese kleine PowerPoint Having a Voice, Having a Choice genannt, weil das bei uns Having a Voice bedeutet, dass Kinder und Jugendliche eine Stimme haben müssen, ein Recht auf eine Stimme und auf Mitentscheiden. Having a Choice heißt eine Wahl haben, ja, mitzuentscheiden. Herzliche Grüße aus Norfolk. Von da aus bin ich heute zugeschaltet. Das liegt im Osten von England, ist ein relativ großer County mit so 1 Million Einwohnern. Und es ist so ein bisschen was zwischen einem kleinen Bundesland und einem großen Landkreis, wenn man es mit Deutschland vergleicht. Hier in Norfolk haben wir seit 2007 ein Gütesiegel für Kinder- und Jugendbeteiligung. Und meine Aufgabe ist Learning and Development, das heißt, in Deutschland würden wir das übersetzen mit Bildungsreferentin. Ich will euch kurz dazu was erzählen, warum wir Kinder und Jugendliche beteiligen, was wir eigentlich machen, in welchen Bereichen wir Kinder und Jugendliche beteiligen, ein bisschen was darüber, wie wir sicherstellen, dass alle neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch regelmäßig fortgebildet werden und verstehen, wie wichtig Kinder- und Jugendbeteiligung ist. Etwas dazu, wie wir die Qualität sicherstellen. Das ist immer ja eine wichtige Frage, dass man das nicht so subjektiv einfach entscheidet, wie man beteiligt, sondern dass wir auch Qualitätskriterien haben. Dann ein bisschen was zu den möglichen Hindernissen, die wir alle aus guter Erfahrung kennen. Die kennt ihr in Deutschland, die kennen wir hier auch in Großbritannien. Und dann gehen wir in eine Gruppendiskussion und ich habe 3 Fragen für euch vorbereitet.
Also, warum wir beteiligen, das wird in Deutschland nicht anders sein als hier. Um Demokratie zu lernen, so ist das hier auch vor vielen Jahren angefangen. So hat es angefangen hier mit der Beteiligungsarbeit, dass festgestellt worden ist, dass die Jugendlichen sich nicht an den Wahlen beteiligen oder immer weniger, die jungen Erwachsenen. Und dann ist entschieden worden, wir müssen mehr Freiräume eröffnen, wo Jugendliche demokratische Prozesse lernen können. Der wichtigste Punkt für uns hier in Norfolk ist ganz klar die Charta der Kinderrechte, die es ja auch in Deutschland gibt. Ja. Und das hat jetzt unsere Arbeit sehr verändert, dass wir jetzt gar nicht mehr das Kinder- und Jugendbeteiligung nennen, sondern Kinderrechtearbeit, ja, Children's Rights. Hier bei uns in Großbritannien werden die Kommunen und alle Einrichtungen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, auch inspiziert regelmäßig. Und ein Inspektionskriterium ist die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Das gibt es ja auch in Deutschland so ein bisschen mit dem Kinder- und Jugendhilfegesetz. Es ist nur hier so ein bisschen strikter und bindender. Dann sind die anderen Gründe, warum wir beteiligen, dass wir auf jeden Fall sagen können, wir haben punktgenauere, verbesserte Angebote, weil sie sich tatsächlich auf die tatsächlichen Bedürfnisse und Wünsche der Kinder und Jugendlichen beziehen. Das heißt, wir haben nicht so viel Abfall sozusagen bei den Angeboten, die dann nicht wahrgenommen werden, weil wir nicht genau genug gefragt haben. Es gibt auf jeden Fall einen Nutzen für Kinder und Jugendliche, die Persönlichkeitsentwicklung, der Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen ist riesengroß. Und das Letzte ist die deutliche Verbesserung von demokratischem Engagement. Bei uns sind die Zahlen in den letzten Jahren deutlich in die Höhe gegangen, der Jugendlichen, die sich wieder an Wahlen beteiligen, die sich aufstellen lassen für verschiedene politische oder auch organisationsverwaltende Positionen. Also deutlich mehr Einmischung von den jüngeren Generationen, was ja das ist, was wir gerne wollen. Also ganz wichtig für uns hier im Moment sind die Kinderrechte und wir bilden auch fortbilden unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus, sodass alle sich der Kinderrechte absolut darüber im Klaren sind und sich darüber Gedanken machen, wie setze ich in meiner Arbeit als Pädagogin, als Diakonin die Arbeit die Kinderrechte aktuell um? Welche sind relevant für mich? Sind vielleicht nicht alle, ich glaube, es sind 48 Paragraphen relevant, aber diese, die ich euch jetzt hier aufgeschrieben habe, sind auf jeden Fall immer relevant für die meisten Organisationen. Das heißt, die Frage ist, achten wir die Kinderrechte und wie zeigt sich das, ja, in der Organisation? Und zeigt sich das auch nicht nur, indem wir die Erwachsenen befragen, sondern auch, wenn wir die Kinder und Jugendlichen befragen. Das heißt, wenn ich in eine Jugendgruppe komme und sage, kennt ihr die Kinderrechte? Habt ihr das Gefühl, die werden hier auch in eurer Jugendeinrichtung berücksichtigt? Dann erwarten wir, dass wir dann hören, absolut, ja, wir sind darüber informiert und die werden auch umgesetzt. Ja, also Kinderrechte, ganz wichtig, das haben wir jetzt in den letzten Jahren auch nochmal deutlich verstärkt, dass wir gar nicht mehr so viel diskutieren über die pädagogischen Befindlichkeiten rundherum Kinder- und Jugendbeteiligung, sondern darauf hinweisen, wir haben ein rechtliches Regelwerk und da müssen wir jetzt auch gar nicht mehr viel drüber diskutieren, sondern die meisten Länder haben das akzeptiert, das Regelwerk der Kinderrechte, und wir müssen es halt umsetzen. Ich habe jetzt mal, der andere Grund ist, was die Jugendlichen uns selbst erzählen. Und ich hatte ja einen sehr netten Nachmittag mit Birtis Kindergruppe. Da haben wir auch darüber geredet, was deren Meinung sozusagen zum Thema Beteiligung ist. Und interessanterweise hatten die so ziemlich genau dieselben Sachen, gesagt, die auch meine englischen Jugendlichen sagen, wenn ich sie frage, warum sollen wir eigentlich Kinder beteiligen? Ja? Und deshalb habe ich mal stellvertretend meine Jugendlichen genommen, ja, mit die hier in England mir was erzählt haben. Also, wenn ihr uns nicht fragt, wie wollt ihr dann überhaupt was über Jugendliche wissen? Das ist irgendwie eine sehr klare Aussage, finde ich. Ja. Das haben eure Kinder auch gesagt. Ja. Die Sachen sind jetzt alle anders als zu der Zeit, als die Erwachsenen mal jung waren. Ja.
dass vor allen Dingen im technischen Bereich, da haben wir so ein bisschen drüber diskutiert, hatten die Kinder das Gefühl, naja, da kennen die Erwachsenen sich nur so begrenzt aus. Und da wäre es schon gut, die Kinder mal zu beteiligen und zu fragen. Ja? Das haben eure Jugendlichen auch gesagt, eure Kinder. Die Jugendlichen haben eine andere Perspektive auf Sachen. Ja, das stimmt auf jeden Fall, das würde ich auch so bestätigen. Die kommen mit ganz anderen Ideen und denken in ganz anderen Wegen und so weiter. Das ist auf jeden Fall interessant und kreativ und unbedingt sinnvoll, sich die Perspektiven anzuhören. Und das kam so ein bisschen auch bei euren Kindern raus. Ja, das Gehirn ist eben noch so ein bisschen frischer bei den Kindern. Ja, das finde ich lustig, wie meine Jugendliche hier das erzählt hat. Ganz britisch hat sie sich auch gleich dafür noch entschuldigt für diese Bemerkung. Ja, aber das kam auch so ein bisschen bei euren Kindern raus. Also das sind sehr ähnliche Sachen. Da gibt es keine großen Unterschiede zwischen den britischen und den deutschen Kindern. Ja. Hier ist jetzt mal ein bisschen was ein Ausschnitt von dem, wie wir hier die Jugendlichen beteiligen. Großbritannien hat ein Jugendparlament, anders als in Deutschland. Es ist sozusagen ein Spiegelparlament zum Erwachsenenparlament und ein ganz wichtiges Gremium. Das gibt es schon seit vielen Jahren, schon bestimmt seit 12 Jahren. Und wir im County haben zum Beispiel 6 Abgeordnete, die die Erwachsenenabgeordneten spiegeln und die auch direkten Kontakt mit den Erwachsenenabgeordneten haben und damit Einfluss direkt auf landesweite politische Entscheidungen haben, wenn es um Kinder und Jugendliche geht. Ja. Wir beteiligen hier im County als Organisation, also in der Kommune, Kinder und Jugendliche an der Einstellung von Personal. Wir haben gerade vor kurzem Sozialpädagogen und Sozialarbeiter eingestellt und da gab es 2 Gremien, ein Erwachsenengremium und ein Gremium aus 3 Jugendlichen bestehend, die Kandidaten und Kandidatinnen interviewt haben, befragt haben. Und die Posten werden sozusagen nur dann an die Kandidaten und Kandidatinnen abgegeben, weiter und die werden eingestellt, wenn beide sich einigen, also wenn Erwachsene und Jugendliche sich einigen. Ja, wir haben Nutzergruppen verschiedener Art und Weise, also wenn Jugendliche zum Beispiel in Heimen sind, dann gibt es da nochmal eine bestimmte Gruppe, die wir regelmäßig befragen und mit denen wir uns unterhalten. Die Jugendlichen sind beteiligt, das ist relativ neu, wichtig für meine Arbeit, sind immer beteiligt an der Entwicklung von Materialien für Fortbildung und am Testen. Also alle Arbeitsmaterialien, Spiele, alles wird vorher getestet von verschiedenen Jugendlichen und verschiedenen Altersgruppen, bevor es sozusagen in der Fortbildung für Pädagogen, Pädagoginnen, Diakone, Diakoninnen, Pastoren und so weiter vorgestellt wird. Die Jugendlichen entscheiden mit bei der Vergabe von Geldern und zwar großen Töpfen von Geldern. Also jetzt, wir reden jetzt hier nicht nur von ein paar hundert Euro, sondern bei uns entscheiden die Jugendlichen im Augenblick countywide, glaube ich, über 1,5 Millionen Pfund. Also schon großflächig. Wir haben Inspektoren, jugendliche Inspektoren, die Secret Shoppers heißen, die so undercover sozusagen im Gesundheitsbereich aktiv sind, die testen, wie kinder- und jugendfreundlich Arztpraxen sind zum Beispiel oder andere Gesundheitseinrichtungen. Ja, ein ganz erfolgreiches Projekt, weil wir festgestellt haben, dass viele Arztpraxen nicht so besonders kinder- und jugendfreundlich sind. Ja. Wie bei euch auch, wahrscheinlich sind die Jugendlichen bei uns an der Gestaltung von Programmen und Fallblättern und so weiter beteiligt. Sie entwickeln aber auch ihre eigenen Instagram- und Facebook-Seiten und andere Social-Media-Sachen, TikTok und so, für dann wieder andere Jugendliche. Und wir das ist, weiß ich nicht, wie beliebt solche Sachen in Deutschland sind, aber hier geht es immer auch um Merchandising. Das heißt, es geht immer auch darum, T-Shirts zu haben und Stifte und so weiter mit dem Logo von Kinder- und Jugendbeteiligung.
Wir bilden die Pädagogen und Pädagoginnen, die in der Kinder- und Jugendarbeit arbeiten, gezielt aus. Das seht ihr hier, Young People's Participation ist ein eigenes Modul in der Ausbildung für Jugendmitarbeiter. Und auf der anderen Seite seht ihr mal ein Beispiel von den Methoden, mit denen wir arbeiten. Das sind unsere Methodenhandbücher, die speziell sich um Partizipation und Kinderrechte kümmern. Das sind unsere Qualitätsstandards, die sind vor ein paar Jahren schon entwickelt worden. Das sind unsere 7 Standards, mit denen jedes Team, je nachdem, wo man arbeitet, wer immer mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, überprüft, wie halten wir es mit der Partizipation im Hinblick auf bestimmte Bereiche. Ja, also haben wir Systeme zum Beispiel etabliert, die Kinder- und Jugendpartizipationsarbeit finanzieren, ja oder nein, wie ist unser Personal fortgebildet und so weiter. Ja. Das sind etablierte Standards, mit denen wir alle arbeiten und das ist ganz schön, weil man dann überprüfen kann, ist die Qualität der Partizipationsarbeit eigentlich auch gut. Und das wird immer mit beiden Seiten, mit den Erwachsenen und den Jugendlichen überprüft. Ja. Okay, was sind die Hindernisse? Hier habe ich euch mal ein deutsches Beispiel eingestellt. Ja. Ein Kommentar zu einem Bertelsmann-YouTube-Video vor ein paar Jahren. Und das begegnet mir häufiger mal, wenn ich in Deutschland unterrichte. Und es begegnet mir hier auch manchmal, aber deutlich weniger jetzt, weil wir das schon seit vielen Jahren hier etabliert haben. Also, dass Erwachsene sagen, ja, Partizipation ist schon okay bis zu einem bestimmten Grad, aber übertreiben wollen wir es jetzt ja auch nicht. Ja. Also, das ist das Spannungsfeld. Auf der anderen Seite seht ihr eine der Haupt der Hauptanführerin, die in Amerika, Emma Gonzalez, die in Amerika die Schulbewegung, die Bewegung der Schüler und Schülerinnen angeführt hat sozusagen, nachdem es die Schießereien an den amerikanischen Schulen gab. Und das begegnet mir auch oft, dass die Jugendlichen sagen, die Erwachsenen mögen uns, wenn wir gute Schulleistungen bringen, aber wenn wir eigene Meinung haben, dann nicht so doll. Ja. Und das ist sozusagen das Spannungsfeld, in dem sich Partizipationsarbeit aus meiner Sicht sehr oft befindet. Es ist die Haltung der Erwachsenen. Ja? Und hier habe ich euch nochmal als Beispiel so ein paar typische Haltungen, die wir hier ganz oft finden. Die kenne ich aber auch aus Deutschland. Vor allen Dingen nochmal im Hinblick auf jüngere Kinder. Ja? Wir beteiligen auch Grundschulkinder hier, aber da gibt es deutlich noch mehr Vorbehalte als bei den Teenagern. Ja? Es ist immer noch diese Vorstellung gibt, die sind zu klein, die können sich nicht konzentrieren, die haben keine eigene Meinung und so weiter. Ja? Also, das sind so ein paar Beispiele für Hindernisse. Und hier sage ich mal, das könnten wir machen. Und da fängt es immer mit den Erwachsenen an. Die pädagogische Haltung, die Kinderrechte kennt, anerkennt und akzeptiert, ist aus meiner Sicht die allerwichtigste Voraussetzung. Ja. Dass wir die Lebensrealitäten von Kindern und Jugendlichen verstehen, nämlich dass sie ganz versiert sind und sehr informiert sind, viel mehr als Generationen vor ihnen. Meine Botschaft an alle ist, die Kinder und Jugendlichen auf gar keinen Fall zu unterschätzen und dass wir uns darum kümmern müssen, dass unsere Partizipationsarbeit inklusiv ist, also verschiedene Modelle der Partizipation anbietet, sodass sich alle beteiligen können. Dass es Spaß macht und dass wir unbedingt Verantwortungsübernahme einbauen. Ja, das entwickelt sich über die Zeit. Und dass wir uns über unsere Erwartungshaltung und auch unsere Vorurteile vielleicht, dass wir darüber reflektieren als Kollegen und Kolleginnen. Weil nämlich die Jugendlichen unsere Zukunft sind. Ja, und damit höre ich jetzt auf, weil meine Zeit vorbei ist, meine 15 Minuten. Vielen Dank fürs Zuhören. Lieber Volkert, liebe Paula,
Das, was Ariane jetzt gesagt hat, ist total reichhaltig. Sicherlich sind schon ein paar Fragen oder Kommentare aufgetreten, die vielleicht dem Verständnis noch mal helfen. Was habt ihr aus den Chats gefunden, was vielleicht hilft, dass wir dazu noch mal etwas vertiefen? Eva möchte gerne wissen, können sich Menschen vor dem Wahlalter kommunal beteiligen und auch jenseits von Wahlen? Und wie ist die Akzeptanz durch die Erwachsenen? Ja, also Kinder und Jugendliche können sich überall beteiligen, außerhalb von Wahlen. Da gibt es ausreichend Möglichkeiten. Und die Akzeptanz der Erwachsenen, wir haben gerade vor kurzem mit unseren Kommunalpolitikern und Jugendlichen zusammengearbeitet, die es unbedingt über die letzten 10 Jahre deutlich gewachsen und ein großer Respekt von den Erwachsenen gegenüber den Jugendlichen. Ich glaube, dass die Briten, das habe ich auch im Workshop schon gesagt, insgesamt mehr pragmatisch daran gehen und sagen, das ist unsere Zukunft, das sind unsere zukünftigen Generationen. Und wenn wir denen genauer zuhören und zum Beispiel Angebote punktgenauer vorhalten, dann ist es gut für alle Beteiligten. Weitere Fragen habe ich jetzt noch nicht bekommen. Wenn ihr aber noch Fragen habt, könnt ihr sie gerne in den Chat stellen. Es kam noch eine Rückmeldung von Susanne. Sie fand den Vortrag sehr interessant. Danke. Gerade noch eine Frage rein von Susanne. Wie bindet ihr Kinder aus bildungsfernen Familien ein? Ja, die Frage kommt immer, die gibt es hier nicht so doll. Wir benutzen den Ausdruck ungern hier, bildungsfern, den gibt es gar nicht. Es gibt manchmal den Ausdruck, dass Kinder so ein bisschen marginalisiert sind, am Rande der Gesellschaft leben. Und das hat nur was mit den Ressourcen und der guten Ausbildung und Fortbildung der Pädagogen und Pädagoginnen zu tun. Wir kommen an alle Jugendlichen gut ran. Und zwar geht das über die Schulen, aber inzwischen geht es über die Jugendlichen selbst. Also wir haben ein ganz gutes Netzwerk von verschiedenen Milieus, sag ich mal, aus denen die Jugendlichen kommen. Und dann ist es wie so ein Schneeballeffekt oder Dominoeffekt, wenn man eine Gruppe von Jugendlichen, im Moment versuchen wir ganz verstärkt natürlich durch die aktuelle Debatte Black Lives Matter an die schwarzen Jugendlichen ranzukommen. Und da geht es wie bei allen anderen Gruppen von Jugendlichen, geht es, wenn man so ein Paar hat, sozusagen im Netzwerk, dann spricht sich das unter den Jugendlichen rum. Also das ist so ein organischer Prozess. Ja. Und die kommen dann zurück und sagen, ich habe ein paar Freunde, die würden sich auch gerne beteiligen und die würden auch gerne mal an der Personaleinstellung mitwirken und mit dabei sein. Also es gibt überhaupt keine Probleme, an alle Jugendlichen ranzukommen. Es ist mehr eine Frage danach, wie breit ist die Vielfalt der Angebote, wie sich Kinder und Jugendliche beteiligen können. Keine weiteren Fragen. Okay, wir machen weiter. Okay, dann ist vielleicht gleich noch, da kommt jetzt noch eine Frage. Willst du die nochmal? Ja, wie ist es die Frage, welchen Stellenwert hat das nationale Jugendparlament? Ja, soll ich das mal kurz beantworten? Ja, das ist eben eine Spiegelorganisation, ist ganz wichtige Organisation. Die Jugendlichen sind für 2 Jahre in das Parlament gewählt und werden über Schulen und über Facebook-Kampagnen gewählt, ja, und stellen sich vor, machen sozusagen Kampagnen für sich selbst, um gewählt zu werden. Alles unterstützt von Jugendmitarbeitern.
Und dann entscheiden die, ich glaube, es sind insgesamt 680 Abgeordnete, Jugendabgeordnete, die treffen sich regelmäßig national oder auch regional und entscheiden über ihre Kampagnenthemen. Also im Moment geht es ganz viel um Rassismus an Schulen zum Beispiel, ist eins der Top-Themen im Moment, erwartungsgemäß natürlich, bei uns auf jeden Fall hier. Und es geht auch um natürlich um Klimawandel und solche Sachen. Und das verhandeln die Jugendlichen vor Ort. Da gibt es vor Ort Kampagnen für und aber auch nationale Kampagnen. Und das ist unbedingt ganz respektiert von allen Erwachsenen. Und die Erwachsenenpolitiker sind in der Regel unbedingt sehr bereit und gewillt, mit den Jugendlichen zusammenzuarbeiten. Olga möchte noch gerne wissen, wie alt sind die Jugendlichen dort in der Regel? Das Jugendparlament geht von 11 bis 18. Also die Jüngsten sind 11 und die Ältesten sind 18, logisch. Ja. Und das ist auch ungefähr so unsere Eva, super. Ja, die Kleinen, also die Jüngsten, die haben manchmal die wunderbarsten Kampagnen sozusagen. Die sind so ganz doll engagiert für alles Mögliche. Ja, und die machen richtig große Kampagnen an ihren entweder Highschools oder wenn sie gerade mit der Grundschule fertig sind. Ja, wir haben eine ganze Reihe ganz junger da drin auch. Wie viel Einfluss haben die Jugendlichen bei Entscheidungen? Worauf bezieht sich das jetzt, die Frage? Kommt drauf an, auf welche Entscheidungen. Also bei der Personaleinstellung zum Beispiel 50-50, gleichberechtigte Entscheidung. Im Parlament, ja. Im Parlament geht es da, also die Jugendlichen entscheiden selbst, für welche Themen sie in den 2 Jahren, in denen sie gewählt werden, für welche Themen sie sich engagieren und Kampagnen starten. Das ist ihre Entscheidung. Ja. Und dann gibt es manchmal ein Manifest sozusagen, ich glaube, so könnte man das beschreiben, wo die Jugendlichen ihre Forderungen an die nationale Regierung stellen, an die Erwachsenenpolitiker und die also sozusagen in der Verabredung zwischen Erwachsenen- und Jugendparlament ist festgelegt, dass das Erwachsenenparlament auf die Forderungen antworten muss. Ja. Und das geht manchmal gut und manchmal ist es so ein bisschen lauwarm. Und dann müssen die Jugendlichen eben noch ein bisschen mehr Kampagnen starten. Wenn ich auf Deutschland blicke, welche Stellenschrauben? Ja, ich würde sofort Partizipation verpflichtend in die Aus-, Fort- und Weiterbildung mit reinnehmen. Und an der Haltung der Erwachsenen arbeiten. Das ist aus meiner Sicht die größte Schwierigkeit in Deutschland. Also den Kommentar von diesem YouTube-Film, den Bertelsmann eingestellt hat, den ich euch da gezeigt habe, das finde ich, ist mir oft in Deutschland begegnet. Also wenn ich habe ganz oft so Kommentare gehört, wenn ich vorgestellt habe, wie wir Jugendliche an der Geldervergabe beteiligen, dass dann Kollegen, Pädagogen gesagt haben, so weit kommt es noch, dass die über die Gelder entscheiden dürfen, da kaufen die ja nur Pizza von. Ja. Das ist natürlich kompletter Blödsinn, weil da immer ja auch Erwachsene dabei sind, aber es müssen eben auch gut partizipationsmäßig ausgebildete Pädagogen und Pädagoginnen sein. Die wissen, wie man kollaborativ arbeitet. Und deshalb legen wir viel Wert auf die Aus- und Fort- und Weiterbildung und an der Reflexionsarbeit der eigenen Vorbehalte. Ja, das gibt es ja hier bei uns auch, dass Erwachsene vor allen Dingen bei den Jüngeren sagen, ach, die sind noch zu klein und die sind überfordert. Das kommt ganz oft, ja, die Jugendlichen sind doch überfordert damit und die sind nicht zuverlässig genug. Und das ganze Gegenteil ist der Fall. Dazu passt vielleicht noch die Frage von Hilke, wie sieht die Ausbildung der pädagogischen Mitarbeitenden aus?
Und wie wird an der Haltung der Erwachsenen gearbeitet? Ja, an der Haltung wird gearbeitet durch die Ausbildung sozusagen. Wir haben auf allen Ebenen sozusagen auf der Ebene, das gibt es ja in Deutschland auch, es gibt ja verschiedene Ebenen der pädagogischen Ausbildung von Erzieherinnen bis Erziehungswissenschaften, hat jeder Ausbildungsstrand, jeder Ausbildungsteil mindestens ein Modul zum Thema Partizipation, ja, wo es darum geht, die eigenen Haltungen zu reflektieren, Partizipationsprojekte zu entwickeln und vorzustellen, sich damit mit den Kinderrechten auszukennen, mit unseren Standards und das sozusagen in die eigene Praxis umzusetzen und unbedingt immer wieder eventuelle Hindernisse in der eigenen, also Blockaden in der eigenen Haltung zu reflektieren. Und für diejenigen, die das irgendwie verpasst haben, und zum Beispiel für unsere Sozialarbeiter, die haben weniger das in ihrer Ausbildung. Das ist nicht so ein elementarer Bestandteil, ist, glaube ich, nur ein Wahlpflichtfach. Für die bieten wir dann bei der Kommune, also biete ich als Bildungsreferentin, zusätzliche Fortbildungen an. Und dann ist es ganz wichtig, dass wir auch mit unseren Leitungspositionen, das ist das andere, was ich mit den Stellenschrauben in Deutschland sofort verändern würde, dass auch Leitungspositionen sich zum Thema Kinderrechte und Partizipation informieren müssen und reflektieren, welchen Einfluss sie als Leitungsposition darauf haben können. Weil wenn die Leitungen blockieren, dann wird es schwierig, dann ist die Arbeit deutlich anstrengender, als wenn man mit den Leitungsebenen arbeiten kann. Ja, alle Fragen und ich hoffe, sie konnten alle beantwortet werden. Ja. Okay, ich mache weiter. Okay, vielen Dank, Ariane. Jetzt wollen wir auf ein Lied sehen und hören unter der Frage, wie könnte das Leben aussehen, wenn der Blick der Kinder eine viel größere Rolle spielen würde. Seht das nun selber und lasst euch bewegen, eure Füße natürlich, eure Finger und euer Herz. Der triste Himmel macht
Was denken eigentlich Kinder aus Bremen über das Teilen von Macht? Birte hat da mal für uns nachgefragt. Wenn ihr euch vorstellt, wenn ihr diese Torte jetzt in echt gemacht habt, mit wem würdet ihr diese Torte teilen wollen? Dass man das mit möglichst vielen teilt. Okay, ja. Also dass die Torte muss so groß sein, mit wie vielen Leuten würdest du sie teilen? Und wen würdest du einladen? Also Familie, für so 15 bis 20 Leute. Okay, also es muss schon ein bisschen größer sein, die Torte. Genau. Also eine Torte ist ja manchmal mit dem Teilen so wie vielleicht das mit der Macht. Würdet ihr gerne Macht haben, so wie eine Torte? Und sozusagen mitbestimmen dürfen, wer über was entscheidet und wie was aussieht? Bei der Torte dürft ihr das jetzt ja. Aber so mit der Macht insgesamt? Also Macht im Sinne, also es müsste dann schon gute Macht sein, sozusagen nicht so wie Hitler und das Dritte Reich, sondern eher schon Macht sozusagen zum Beispiel über die Freude, dass sich alle Menschen freuen und nicht immer so traurig, vor allem in diesen schlechten Zeiten. Okay, stell dir vor, Lenja, du könntest darüber entscheiden, dass die anderen Leute lachen, so, und Spaß haben. Das wäre schon schlimm, also manchmal ist ein bisschen Spaß auch besser, weil wenn immer alle so traurig sind und so lustlos, vor allem jetzt so, dann, wie man es in den Nachrichten hört, ist es doch schon mal schön, wenn man mal lacht oder irgendwie eine gute Geste kriegt. Und meinst du, du hast die Macht, dass du das beeinflussen kannst? Ja, ich glaube, bis zum gewissen Grad kann jeder so ein bisschen Freude teilen. Man sieht ja auch jetzt dieses Backstudio und schon haben wieder 6 und mehr Kinder wieder ein bisschen Freude. Man hat ja auch, dass sozusagen so ein kleiner Funken da ist, den man auch teilen kann. Okay, also Macht ist sozusagen, wenn man eigentlich was teilt, ne? Also man nimmt sich gegenseitig wahr und hilft sich, dass man Spaß miteinander hat. Ja, sie hat gesagt, dass es gute oder böse Macht gibt. Das stimmt im Grundprinzip so nicht, denn eine Person kann ja nur die Macht haben. Und es liegt einer Person, ob sie es für Gutes benutzt oder für Schlechtes hat und missbraucht. Das heißt, die Macht an sich ist gar nicht böse, sondern die Menschen, die das sozusagen machen, so. Ne? Okay, aber das ist eigentlich gar nicht so weit weg, aber sozusagen du differenzierst da nochmal ein bisschen mehr. Ich will die Macht über alle Torten haben. Dann sind sie es alles meine. Okay, Ariane, du hast für uns Fragen mitgebracht, die wir jetzt gleich in Kleingruppen diskutieren können. Vielleicht stellst du sie jetzt am Anfang erst einmal vor und anschließend erkläre ich, wie wir das genau machen. Ja, ich habe die Fragen schon mal in den Chat gestellt. Ja, und 3 Fragen, die ihr nicht alle 3 beantworten müsst. Ihr könnt euch gerne die wichtigste für euch raussuchen, je nachdem, wie das mit der Zeit am besten klappt. Die erste Frage ist, in welchen Bereichen, ihr habt ja jetzt ein bisschen was von mir gehört, in welchen Bereichen eurer Arbeit könntet ihr euch vorstellen, Kinder und Jugendliche zu beteiligen? Wir haben, als ich im Workshop war, darüber geredet, dass man ja erstmal vielleicht auch klein anfängt. Bei uns hat es ja auch, ging das auch nicht von einem Tag auf den anderen, sondern hat sich über viele Jahre jetzt entwickelt. Also womit könntet ihr anfangen? Dann nochmal was sind bei euch die Hindernisse? Wie seht ihr die Hindernisse? Welche Stellschrauben müsstet ihr mal lockern? Und die 3. Frage ist, also wenn man in die Zukunft denkt, was glaubt ihr, was würde sich verändern an der Arbeit, an eurer Arbeit in der Organisation, in der Gemeinde, in der Gruppe, wenn ihr Beteiligung ermöglicht? Okay, vielen Dank. Es wird jetzt 20 Minuten Zeit sein, diesen sogenannten Fragen nachzugehen. Lukas Höker wird euch gleich in kleinen Gruppenräume lassen, sie öffnen und ihr braucht dann einfach nur den Anweisungen zu folgen, damit ihr diese kleinen Gruppenräume betreten könnt. In diesen Räumen ist dann Zeit für Austausch, vielleicht auch Kennenlernen und für hoffentlich eine angeregte Diskussion. Wir bitten euch, wenn ihr sozusagen zum Ende dieser Diskussion kommt, dass ihr einen Aspekt aus eurer Kleingruppe mitbringt und diesen dann wieder in den Chat schreibt, damit wir das in unserer Abschlussrunde noch einmal aufnehmen können. Das würde uns sehr helfen. Vielen Dank.
Eine wichtige Sache noch, wir wollen hier in dem Hauptraum auch eine Kleingruppe einrichten mit Sandra und mir. Und dafür bräuchte ich 2 oder 3 von den Anwesenden aus dem Zoom-Raum, die einfach hier bei uns bleiben, sodass halt auch alle Beteiligten, die sonst über den Livestream diese Veranstaltung verfolgen, auch etwas von dieser Diskussionsrunde haben. Also, vielleicht mögt ihr einfach ein Zeichen geben mit einem Handzeichen, wär das total hilfreich. Wer würde das sich vorstellen können? Wer traut sich? Also wir diskutieren auch. Okay, Iris, das ist schon großartig. Vielen Dank. Und Tanja. Okay, ich würde sagen, das ist schon großartig. Ihr bleibt einfach hier im Hauptraum. Ihr lasst euch nicht weiterleiten. Und dann haben wir hier eine nette Runde. Okay, dann wünsche ich euch erstmal viel Vergnügen miteinander und einen angeregten Austausch. Und denkt an das, was ihr zurückbringt. Bis gleich. Birte, hast du die Fragen vor Augen? Ich habe die Fragen, ja. Hören wir Iris und... Okay. Ja, die sollen ablehnen, aber die... Okay. Alles gut, dann sind wir ja sozusagen schon von. Hallo Tanja, hallo Iris. Ja. Okay. Dann, mit welcher Frage wollen wir anfangen? Einmal mit der Frage, entweder mit den Bereichen, in welchen Bereichen ihr das mit der Beteiligung einfügen wollt, mit den Hindernissen oder eher, was würde sich in der Organisation ändern oder was würde sich da ermöglichen? Was denkt ihr? Ich schalte mich mal kurz aus, dass ihr in Ruhe diskutieren könnt. Ja, alles gut. Also ich bin da ganz offen. Offen, okay. Tanja, du warst ja auch schon bei dem Workshop am Mittwoch dabei, ne? Genau. Genau. Ja. Schon mit dabei. Aber vielleicht können wir da ja einfach auch noch mal dran anknüpfen, wo wir da sozusagen auch noch mal hängen geblieben sind. In welchen Bereichen wir eigentlich diese Beteiligung ermöglichen, wo das schon stattfindet und wo wir uns das vielleicht auch noch mehr wünschen. Vielleicht wäre interessant, wenn wir ganz kurz eben uns erzählen, in welchen Bereichen wir arbeiten. Ja. Wo wir schon Beteiligung mit Kindern und Jugendlichen umsetzen, dass wir uns ein bisschen zusortieren könnten. Ja, das ist doch gut. Ich starte mal. Ich bin Kreisjugenddiakonin in der Wesermarsch und bin hauptsächlich aktiv in der Juleika-Ausbildung von Jugendlichen, um sie zu befähigen, ehrenamtlich Projekte zu starten, mit Kindern und mit Jugendlichen Projekte umzusetzen. Und ich mache meistens im Sommer eine große Maßnahme mit Kindern, eine Ferienfahrt, und habe jetzt vor 3 Monaten gestartet, dass ich ein Zoom-Treffen mit Kindern anbiete. Und da merke ich, das ist für mich so eine Stelle, wo ich sie sehr beteilige, die Kinder, weil ich den Eindruck habe, dass sie zurzeit sehr beballert werden, so von Schule und vielleicht auch Elternhaus, wo Erwachsene immer meinen, sie müssten Kinder beschäftigen in eine bestimmte Richtung. Und ich probiere es genau andersrum aus bei diesen Zoom-Treffen, dass die Kinder Themenwünsche einbringen und sich aber auch inhaltlich beteiligen und praktisch Verantwortung tragen für das Gelingen von diesen 1,5-stündigen Treffen. Tanja, willst du weitermachen? Ja, also bei mir ist es so zweifach. Einmal leite ich einen Integrationskindergarten. Da ist es so, wir arbeiten teiloffen, wenn nicht Corona ist.
wo die Kinder sowieso schon die Möglichkeit haben, einen Teil des Tages selbst zu bestimmen, wann sie frühstücken wollen, wo sie die erste Zeit zum Beispiel verbringen möchten. Bei den Projekten dürfen die Kinder mit bestimmen, welches Projekt wir machen sollen. Nicht bei jedem, aber wir versuchen halt ganz viel auch die Kinder mit einzubinden. Und ehrenamtlich arbeite ich in der Kirchengemeinde Gramke. Da haben wir einen Jugendrat, der auch zwei Sitze bei uns im Konvent hat. Und ich arbeite noch mit den Kindern in der Gemeinde. Und da ist es so, ja, das sortieren wir gerade neu und bieten da neue Angebote an. Da bin ich am Anfang, sag ich mal so. Also da ist alles offen. Und da werden die Kinder auch mitgehört, was sie gerne machen möchten. Iris. Dann, ja, ich wollte gerade sagen, dann mache ich mal weiter. Ich bin Iris Feigl. Beruflich habe ich zu tun mit der Arbeit mit Kindern in der Landeskirche Hannover. Da bin ich zuständig für die Arbeit mit Kindern und für Fragen rund um den Kinderschutz. In den letzten 3-4 Jahren war es mehr Kinderschutz als Arbeit mit Kindern. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn die Kinder unserer Landeskirche das entscheiden dürften, wäre es anders. Ich habe auch gelegentlich noch echte Kinder, und zwar in meiner Freizeit in meiner Kirchengemeinde. Da leite ich, ich sag mal, von den Rahmenbedingungen her so einen ganz klassischen Kindergottesdienst. Nee, leite ist das falsche Wort. Also ich darf den mitmachen. Wir ringen um kontinuierliche Beteiligung der Kinder, und das hängt immer sehr davon ab, welche Kinder gerade so da sind. Bei manchen Kindern kann man es überhaupt nicht verhindern, dass die sich beteiligen, und dann wird das immer richtig geil und dann kommt immer irgendwas ganz Tolles Neues dazu. Und bei anderen Kindern ist es, da denke ich dann immer, oh Gott, wenn du jetzt eine richtig coole Methode hättest und wenn du das jetzt vernünftig implementiert hättest hier, dann wäre das richtig gut. Ja. Also bei mir ist es ja auch so, ich habe zwei halbe Stellen, oder ich arbeite sozusagen in unterschiedlichen Strukturen. Einmal mit einer halben Stelle in der Gemeinde, und da finde ich, funktioniert Beteiligung von Kindern total gut. So, und Jugendlichen. Also wir haben zum Beispiel jetzt ja ein großes neues Gemeindehaus gehabt, und da hat auch ein Teil der Jugendgruppe zum Beispiel an den Baumaßnahmen mitwirken dürfen, an dem Bauausschuss. Um einfach auch so ganz einfache Sachen wie, wo kommt die Fahrradständer hin? Wir brauchen mehr Fahrradständer, sowas einzubringen. Und da waren einfach viele tolle Ideen, die einfach sehr pragmatisch waren. Und das fand ich einfach total toll. So bei den Kindern, das habt ihr ja gesehen, wie ich da arbeite. Ich finde, die Junior-Teamer, die sagen halt auch immer, Birte, wir sind ja schon groß, wir wollen jetzt auch was sagen. So, und die fordern das von sich aus ein. Ich bin gar nicht so gepolt, aber das kommt so automatisch. So, wo Beteiligung sicherlich im Verbandssystem evangelische Jugend eine Rolle spielt, ist ja durch meine Poolstelle als Mitarbeiterin dort. Da versuchen wir das, aber ich finde, das ist auch gerade so im System Juleika doch sehr frontal, beziehungsweise wir dominieren die Themen und die Jugendlichen werden gefüttert. Und ich würde mir das nochmal anders vorstellen. Natürlich ist das alles auch irgendwie prozessorientiert, aber es ist sozusagen, wir geben vor, wo es lang geht, und dann kommt am Ende irgendwas dabei raus. Da könnte man vielleicht tatsächlich auch viel, viel mehr noch machen. Na, und ich arbeite im System Schule, und da sieht das wieder ganz anders aus. Und ich bin da immer so ein bisschen wie so ein Alien, weil ich halt die Kinder viel, viel mehr involviere in das, was sie mitbestimmen können und wie was denn funktioniert im Unterricht. So, das ist auch mal ganz spannend. So, macht, ja. Und bei mir sagen sie immer, Frau Lehmhüß, bei Ihnen muss man immer nachdenken. Bei den anderen muss ich immer nur abschreiben und ausmalen. Das ist ganz schön anstrengend bei Ihnen. Ja, also das erlebe ich dabei halt auch, also mittun dürfen oder mitmachen dürfen heißt auch selber denken, und das ist halt für die Kinder auch eine Herausforderung, finde ich. So. Das ist der Preis, ne, für ja. Beteiligung, ja. Ja. Aber eigentlich auch ein cooles Markenzeichen, finde ich, wenn Kinder checken, hier bin ich gefordert, ne. Ja. Und werd eben auch wahrgenommen, also, ne, werd gehört, ja. Mich hat es sehr beeindruckt, als ich vorhin von diesem Jugendparlament gehört habe, wie viel Kohle die zur Verfügung haben. Weil das begegnet mir auch, also sowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext. Ich habe zum Beispiel jetzt privat, haben wir die Stube renoviert, ne, der Klassiker beim ersten Lockdown.
Und wir haben uns teilweise neu eingerichtet und dann haben wir das sehr demokratisch mit den beiden Töchtern gemacht. So. Hm. Da ist nichts reingekommen, wo nur einer bestimmt hätte, so und so sieht der Fußboden aus oder die Möbel und so weiter. Und allen Freunden, denen ich davon erzählt habe, die haben den Kopf geschüttelt und gesagt, sag mal, bist du komplett bescheuert, weil es natürlich sehr anstrengende Prozesse sind, ne? Wenn du dir über jeden Stuhl irgendwie, wenn das so Konsens sein muss. Hm. Wo sie sagten, du zahlst doch, du gibst doch das Geld, du wohnst da, das ist deins, ne? Die Kinder sind bald aus dem Haus, bist du komplett bekloppt. So. Und ich glaube, also in Deutschland ist das wirklich ein ganz großes Thema. Die Leute, die das Geld geben, die haben die Entscheidungsmacht. Und da würde ich total gerne dran rühren. Also ich finde, das könnte auch so eine Stellschraube im kirchlichen Arbeiten sein, dass wir den Kindern wirklich auch Kohle zur Verfügung stellen. Mhm. Damit sie, also ne, das scheint so eine Auszeichnung von Ernsthaftigkeit auch zu sein. So. Weil das war ja so ein Statement, ne? Dieses, wenn die dürfen so ein bisschen beteiligt werden, aber wenn es dann ums Geld geht, dann sagen die Erwachsenen, das ist ja auch so ein Totschlagargument, ne? Oh, das sind so tolle Ideen, aber das Geld haben wir nicht dafür. Und schon muss es nicht umgesetzt werden. Aber ich finde, es fängt schon vor dem Geld an. Also wenn ich bedenke, wie lange wir damals gekämpft haben, dass zwei Sitze bei uns im Konvent wirklich an die Jugendlichen gehen. Das war ein ganz, ganz langer Prozess. So. Und dann hieß es auch erst nur einer. Und dann haben wir aber gesagt, nee, zwei sollten es schon sein. Und das war halt also wirklich ein ganz, ganz langer Prozess, weil dann auch gesagt worden ist, ja, die kriegen Personalsachen mit. Die kriegen Gelder mit. Also es ist halt ein ganz großes Feld. Und ich finde, da fängt es alleine schon an. Und auch, dass es so eine Art Jugendrat oder irgendwie Mitsprachegruppe gibt in den Gemeinden, das finde ich schon mal wichtig. Hm. Ja, bei uns kommt dann immer das Argument, wir haben die Gemeindeordnung gerade erst geändert und jetzt wegen den Jugendlichen das schon wieder zu ändern, nee, das wäre zu aufwendig. Müssen wir alles wieder neu drucken. So. Das hatten wir damals auch. Ja. Ich habe gestern in der Arbeit mit KollegInnen diskutiert, die also auch mit Kindern beteiligungsorientierter arbeiten wollen, als sie das tun im Moment. Ich habe mich selber bei so einem Argument ertappt, dass ich nämlich sage ich, naja, gerade dann so in der Konfirmandenarbeit, dann liegt ja die Konfirmandenrahmenverordnung schon fest. Ja, muss sie ja nicht. Man könnte sich ja tatsächlich mit kommenden, aktuellen und vergangenen KonfirmandInnen da hinsetzen und mal gucken, darf die eigentlich so weit, wie sie ist. Mhm. Aber das ist ganz schön schwierig. Also ich glaube, ich habe eine relativ offene Haltung, was Beteiligung angeht. Ich glaube, dass Kinder und Jugendliche da verantwortlich umgehen können, aber ich ertappe mich selber bei so einem Kram. Mhm. Ja. Also auch dieses Einsetzen von Materialien und das zu testen mit den Kindern oder auch, wie sind die, funktionieren die Anleitungen dafür? Ne? Sind die wirklich so, dass da ein Zugang zu ist? Also wir benutzen das einfach. Und sie müssen mitmachen, aber dass man vorher sagt, nein, das brauche ich gar nicht, sondern wir machen erstmal so einen Vorlauf, damit Kinder und Jugendliche da einen Zugang zu haben und das auch bewerten können. Dafür taugt das was und das macht mir Spaß. So, und das verstehe ich, ne? Und das brauche ich, damit ich da mitmachen kann. Das ist ja auch ein Kriterium, ne? Weil viele Methoden sind auch ja exklusiv, ne? Dass halt auch das bestimmte Personengruppen ausschließt. Und ich finde, Kinder haben an der Stelle ja auch immer einen ganz eigenen Blick. So, also so nehme ich das wahr, so war das ja auch bei diesen Statements mit der Macht. Die Kinder sind da komplett anders drauf eingestiegen, als ich das erwartet habe. Ne? Also die haben irgendwie eine ganz andere Brille aufgehabt. So. Und das finde ich einfach total witzig an der Stelle, oder witzig ist das falsche Wort, aber es ist so bemerkenswert, ja, das einfach mit reinzunehmen, weil es dann damit ja so bunt und so lebendig wird. Und wenn ich mir allein unsere Torte angucke, wenn man sich die Torte aus der Anfangsveranstaltung anguckt, aus dem Anfangsgottesdienst, die Erwachsene ausgesucht haben und die jetzt die Kinder sozusagen kreiert haben, das ist ein himmelweiter Unterschied. Ist alles Torte, schmeckt sicherlich super, aber die eine ist halt erwachsen und die andere ist Kinderstyle. So. Und die Kinderstyle sieht einfach viel schicker aus. Ja.
Ich hänge noch an der Stelle, wie unsere Beteiligungsstrukturen eigentlich aussehen. Und da merke ich schon, dass ich da so an meine eigene Pädagogennase packen muss, dass ich da teilweise für meinen Anspruch zu fantasielos bin, wie echte Beteiligung aussehen kann. Weil ich merke, dass bei mir bestimmen schon Kinder und Jugendliche mit, aber das sind natürlich nur die, die sich auf meine Spielregeln einlassen. So. Ich weiß nicht, wie erlebt ihr das oder habt ihr da andere Erfahrungen gemacht? Oder? Nee, mir geht das genauso. Also ich finde das auch am schwierigsten. Eigentlich müsste ich ja vor der Partizipation mit der Partizipation schon anfangen und überlegen, in welchen Strukturen und in welchen Bedingungen wollen Kinder und Jugendliche überhaupt mitdenken. Die Jugendlichen werden in irgendwelche Gremien gepresst. Das funktioniert mal gut, mal nicht so gut. Und ich persönlich glaube, mit Kindern kann ich natürlich Gremienarbeit machen. Ich weiß aber nicht, ob das deren optimale Variante ist. Ich bezweifle das, weil mir macht das selber keinen Spaß an vielen Stellen. Mir fehlt da tatsächlich, ich habe vorhin gedacht, wir sind tatsächlich nicht gut ausgebildet. Wir brauchen das so wie in Großbritannien, dass wir viel mehr Ausbildung in dem Bereich haben. Mir fehlt tatsächlich Methoden-Know-how und mit Kindern zusammen wirklich gut daran zu kommen, was sie wollen. Weil das nur über Sprache auch nicht immer funktioniert. Ja. Also ich habe überlegt, also weil diese Woche hat mich echt nicht losgelassen. Ich fand die total spannend, alles, was ich gemacht habe. Und eigentlich wollte ich mich jetzt in den Osterferien ganz optimistisch hinsetzen und das Kinderprogramm bis zu den Sommerferien schreiben. Und jetzt so während dieser Woche habe ich gedacht, kann ich das eigentlich? Mhm. Kann ich jetzt einfach so sagen, ja, wir machen weiter Kirchenforscher, wir machen weiter Kids-Treff. So, ne, das machen wir. Und ich hatte jetzt so eine Idee, die ist noch nicht ganz ausgereift, aber die ist auch so ein bisschen bei Ariane gewachsen, wo ich so gesagt habe, wir machen jetzt einen Plausch bei Kakao und Keksen und das möchte ich gerne regelmäßig mit den Kindern machen, vielleicht nicht monatlich, aber einfach so, wenn es um dieses Programm geht, dass ich sage, so, ein, zwei Sachen, da frage ich euch, wozu hättet ihr Lust? So, ich habe meinen Sohn mal gefragt, der hat gleich zu mir gesagt, ich würde auch mal Karate im Gemeindehaus machen. So. Ja. Also da, wie gesagt, das hat mich so ein bisschen nochmal aufgerüttelt und also sowas schwebt mir jetzt halt im Kopf, irgendwie mit den Kindern zu machen. Also die meisten Kinder, die ich habe, sind so zwischen 5 und 10 Jahren in den Gruppen. Mhm. Ja. Und höre ich da so raus, dass du aus dieser Entertainer-Rolle rauskommen willst? Und, ja. Und die so Kinder bisschen. Dann selber auch, ne? Ja. Also ich weiß nicht, wenn dein Sohn sagt, er will da mal Karate machen, könnte der das zum Beispiel anleiten und den anderen Kindern ein bisschen was zeigen, oder? Könnte er so, ne? Aber er sagte, warum darf ich Karate nur bei uns in der Turnhalle machen und warum nicht mal im Gemeindehaus? Hm. Ich gesagt, ja, gute Idee, dann diskutieren wir darüber. Genau, ja. Ja, und ich finde auch sozusagen damit ja auch, also natürlich werden Kinder die Ideen, die sie kennen, anbringen und das, was ihnen Spaß macht, wird in erster Linie eine Rolle spielen, aber auf der anderen Seite werden sie damit ja auch trotzdem wachsen und es wird damit neue Fantasie und Kreativität freigesetzt. So. Wir sind jetzt dazu gekommen, dass 3 Minuten nur noch da sind. Haben wir eine These, eine Frage, die euch jetzt noch unter den Nägeln brennt, wo wir sagen, hey Ariane, bitte erzähl uns noch was dazu, weil das bringt sie jetzt dann gleich in dieser Zusammenfassung nochmal und kann das aufnehmen. So, gibt es ein Statement, eine Überlegung, wo wir sagen, das gehört in den Chat? Also ich hänge irgendwie bei uns Erwachsenen. Also ja, absolut. Also Entschuldigung. Alles gut. Also wie gesagt, ich hänge irgendwie da so dran, dass wir, glaube ich, wegkommen müssen von diesem, ich plane alles zu 100%, so, sondern ich glaube so nach dem Motto Mut zur Lücke, also vielleicht schon einen Plan im Kopf haben, zur Sicherheit, ja. Aber ich glaube, dieses Motto Mut zur Lücke, ja, das muss, glaube ich, einfach ein bisschen mehr gelebt werden. Absolut. Ja. Ja,
Ich bin an der Ausbildung hängen geblieben tatsächlich. Ich glaube, wir haben viele Menschen guten Willens. Und die Frage, wie kommen die dahin, dass die ihren guten Willen so umsetzen können, dass die Kinder, und ich gehe da wirklich mal von den Kindern, für Jugendliche gibt es oft Ausbildungen, wie mache ich Partizipation mit Jugendlichen, aber wie mache ich Partizipation mit Kindern unter 10 oder unter 8? Wie kommen wir dahin, dass wir auch in der Lage sind, mit denen so zu arbeiten, dass wir erfahren, was wir wollen? Ja. Und diese Haltungsarbeit bei Entscheidungsträgern, die finde ich auch richtig wichtig, ne? Weil ich schon merke, dass wir als Fachpersonal uns mit vielen Themen auseinandersetzen und immer wieder in unserer Haltung arbeiten. Aber was nützt es mir, wenn es dann, ich sag mal, wenn die höheren Ebenen über Finanzen entscheiden, wenn die da aber nicht geschult sind in ihrer Haltung? Ja. Ich sag mal, ich fühle mich ja als manchmal als kirchliche Mitarbeiterin schon nicht beteiligt an vielen Prozessen. So, ne, wo ich sage, das ist auch eine fette Baustelle. Nicht nur Beteiligung von Kindern. Ja. Aber wenn Kinder beteiligt werden, wäre es vielleicht gar nicht so wichtig, dass ich beteiligt bin an manchen Stellen. Vielleicht, also wenn ich als Mittlerin überflüssig wäre, das fände ich an manchen Stellen auch großartig. Okay, ja. Also nicht, das, weil ich nicht arbeite. Das fand ich total witzig. Das hat eine Teilnehmerin erzählt, dass sie einen Kindergottesdienst, weil der ausgefallen war, das war so eine Geschichte, auch glaube ich in diesem Beteiligungskonzept, hat sie selber organisiert als Kind und hat gesagt, Papa, du musst uns den Raum aufschließen, weil er einen Schlüssel hatte für das Gemeindezentrum und hat alle zusammengeholt. So, und anstatt 4 Leute waren nachher 10 Kinder und die Kinder haben komplett ihren eigenen Kindergottesdienst selbst gemanagt. Und der war so bunt und fröhlich, also die waren Experten für sich selber. Und also allein diese Geschichte, die ist 30 Jahre alt, aber trotzdem, sie hat da funktioniert, wieso soll das nicht heute auch funktionieren? Und das wäre ja cool, wenn das keine Ausnahme bleiben würde oder so eine Geschichte von vor 30 Jahren, sondern dass das Standard wird. Ne? Ja. Ich glaube, es gibt immer wieder so kleine Geschichten, die man über mehrere Jahre feiern wird. Also ich feiere immer noch den Kollegen, der seiner Jugendgruppe so ein Ausbildungsheft in die Hand gedrückt hat, so ein Fortbildungsheft, wo verschiedene Workshops drin waren, gesagt haben, kreuzt mal an, was ich machen soll. Kreuzt mal an, was ich noch brauche, damit wir gut arbeiten können. Super, ja. Sehr cool. So, die Leute kommen zurück. Dann sehen wir uns gleich im Plenum. Ja, vielen Dank für die Zeit miteinander. Ja. Danke. Ja, danke. Wir wollen jetzt gemeinsam mit euch unser erstes Lied singen und uns dabei natürlich auch bewegen. Das heißt, ihr seid herzlich eingeladen, alle einmal aufzustehen und mit uns zusammen zu tanzen und zu singen. Der Refrain geht wie folgt. Genau. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, das Morgenlicht leuchtet weiter in uns. Und die Strophe geht, der Blick geht nach vorne und alles scheint möglich, ein neuer Anfang und wir brechen auf. Das, was uns belastet und das, was wir lieben, lassen wir los und vertrauen darauf. Und dann geht's wieder in den Refrain. Ihr kommt schon rein, kommt ein paar Mal. Viel Spaß euch. Bis gleich. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter.
weiter, das Morgenlicht leuchtet weiter in uns. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, das Morgenlicht leuchtet weiter in uns. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, das Morgenlicht leuchtet weiter in uns. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, das Morgenlicht leuchtet weiter in uns. Da seid aus euren Kleingruppen. Volkart, Paula, welche Fragen wurden eigentlich aus der Gruppe mitgebracht? Gibt es etwas ganz Bemerkenswertes, eine Erfahrung, ein Statement, das in dem Chat diskutiert würde? Wir würden das gerne jetzt zusammentragen, damit Ariane dazu ihre Gedanken noch mal mitteilen kann und das Ganze damit auf diese Weise zusammenfassen kann. Also, welche Statements gibt es von eurer Seite? Gruppe 3 hält fest, dass die Nachhaltigkeit viel mehr gefördert würde, wenn Kinder und Jugendliche mehr gehört würden. Eine Überlegung aus dieser Gruppe war es auch, dass wir zunächst Kinder in unseren persönlichen Bezügen beteiligen können, bis es die entsprechenden Strukturen gibt, wie zum Beispiel den Kinderkirchengipfel in der Badischen Kirche. Eine Überlegung aus Gruppe 2 ist, Partizipation erfordert von allen Seiten Zeit, Geduld, Verständnis und Vertrauen. Wir sollten mehrheitliche Fehler und Erfahrungen als Chance für neue Ideen sehen. Der Weg ist das Ziel und darf ruhig, kurvig und mit Umwegen sein. Birte, vielleicht kannst du einmal aus eurer Gruppe aus dem Hauptraum berichten. Ja, also wir haben uns darüber unterhalten, was brauchen wir eigentlich, damit Partizipation, Beteiligung funktioniert, und haben festgestellt, das liegt im Wesentlichen an uns, an diesen Ideen, an der Kreativität, das gerade für Kinder umzusetzen, zu ermöglichen, einen Weg dafür zu bereiten. Und es gab schon so kleine Ideen dazu, aber das würde uns einfach interessieren, ja, diese Methodenvielfalt, die auch mit Kindern gut funktioniert. Und unser Wunsch oder unsere Vision wäre eigentlich, dass Kinder intuitiv selber tun und uns eigentlich gar nicht mehr als Mittlerin bräuchten, so, sondern dass Kinder einfach einen Raum in Gemeinde, in Kirche haben, wo sie Teil sind und wo sie sich einbringen und da sind und eine Stimme haben. Genau. Das wäre das sozusagen im Kurzen zusammengefasst. Ariane, du hast vielleicht auch ein bisschen was davon auch noch mitbekommen. Ja, aber das wäre so das, was ich so kurz sagen kann. Ariane, dann kannst du vielleicht aus diesen Statements, vielleicht kommt gleich auch noch ein bisschen was dazu, ja, nochmal so deine Überlegung oder das, was dir dazu einfällt, nochmal ein bisschen intensivieren und auch eine Vision entwickeln. Weil ich glaube, wenn wir eine Vision im Herzen haben, dann, glaube ich, trägt das mehr aus, dass diese Idee von Beteiligung nicht nur eine Idee ist, sondern sozusagen eine Lebenshaltung. Und ich glaube, das können wir einfacher, wenn diese Vision auch dabei ist. Ja, also es ist ja ganz viel rausgekommen aus den Arbeitsgruppen. Das war in meinem Workshop auch so, dass es viel Begeisterung unter den Kollegen gibt und viel Bereitschaft, das umzusetzen, das auszuprobieren. Hier ist ja auch gesagt worden, dann gibt es auch manchmal Umwege und man muss einfach mal Sachen ausprobieren. Das ist schon mal total toll, dass die Bereitschaft unter den Kollegen und Kolleginnen da ist. Jetzt lass uns das doch mal angehen. Ja. Weil ich glaube, es fängt mit den Erwachsenen an, unbedingt. Es hängt mit dieser Erwachsenenhaltung zusammen, dass wir bereit sind, Verantwortung zu übertragen und weiterzugeben. Gleichzeitig finde ich es aber auch ganz
ganz wichtig, sich einer veränderten Rolle als Pädagoge und Pädagogin klar zu sein. Also die Geschichte mit den Kinderrechten bedeutet nicht, dass wir völlig aus dem Spielfeld verschwinden. Ganz im Gegenteil, unsere Rolle verändert sich. Wir sind diejenigen, die sozusagen dafür sorgen, dass die Partizipationsarbeit inklusiv ist, dass die Räume geöffnet werden, dass wir sozusagen nach oben auch drücken mit Entscheidungsträgern und sagen, wir wollen, dass Jugendliche, sagen wir mal, an der Personaleinstellung beteiligt werden. Wir sind diejenigen, die dann die Jugendlichen darauf vorbereiten. Ja, wir setzen ja nicht einfach, das machen wir auch nicht, wir setzen nicht einfach drei Jugendliche in so ein Bewerbungsgremium, sondern wir arbeiten mit denen vorher, die entwickeln ihre Fragen, ihre Feedback-Formulare und so weiter. Es gibt ganz viele neue Aspekte der pädagogischen Rolle in der Beteiligungsarbeit. Deshalb ist uns das auch so wichtig, die Kollegen und Kolleginnen gut auszubilden. Ja. Das haben wir nämlich am Anfang auch gehabt, dass alle dachten, ach, dann lassen wir einfach die Jugendlichen entscheiden und wir ziehen uns zurück. Das ist nicht die Rolle der Pädagogen und Pädagoginnen, sondern die Rolle ist, die Räume zu eröffnen, die Räume zugänglich zu machen und für diejenigen, die sogenannten, wie es in Deutschland heißt, die bildungsfernen Jugendlichen, also für die ganz besonders die Räume aufzumachen und für Inklusion zu sorgen. Und das braucht manchmal Zeit, ja, es braucht also auf jeden Fall Personalressourcen, es wird immer gerne vergessen, ja, die Arbeit verändert sich, die Arbeit der Kollegen und Kolleginnen, es braucht aber auf jeden Fall Personalressourcen, es braucht auch Finanzen, unbedingt. Ja. Wir haben das jetzt hier nicht besprochen, aber im Workshop habe ich gesagt, dass wir unsere Jugendlichen und Kinder bezahlen für Beteiligungsprojekte. Das ist in Deutschland immer ein bisschen in der Diskussion, da haben Kollegen natürlich unterschiedliche Meinungen dazu. Bei uns zum Beispiel ist es aber so, wenn ich an zwei Jugendliche in eine Fortbildungsveranstaltung für Sozialarbeiter oder Pädagogen einlade, um ihre, das hat den Ausdruck habt ihr ja auch benutzt, um ihre Expertise der, wie das gelebte Leben der Jugendlichen aussieht heutzutage, wenn ich die einlade für 2 Stunden, dann kriegen die eben entweder einen Gutschein oder wir bezahlen auch ganz normal mit Geld, nicht nur in Gutscheinen. Und das andere, was hier bei euch rausgekommen ist, erstmal anzufangen, auch in dem eigenen Bereich, ja, bevor die Strukturen da sind. Und dazu würde ich sagen, man kann ganz prima alles parallel machen. Man kann schön im eigenen Arbeitsumfeld anfangen, an der eigenen Haltung arbeiten und aber parallel auch an den Organisationsstrukturen arbeiten. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sowas wie Standards zu haben, um sich regelmäßig auch selbst zu überprüfen und so sozusagen sich selbst zu verpflichten. Wir nehmen es wirklich ernst mit der Beteiligungsarbeit. Sonst, glaube ich, gibt es die Gefahr, dass das immer so nur so ein bisschen projektmäßig wird. Dann wird mal ein nettes Beteiligungsprojekt gemacht und dann dünnt sich das aber wieder aus. Gibt es noch andere Überlegungen? Das ist mir jetzt mal zu euren Sachen aufgefallen. Jetzt? Okay. Aus Gruppe 4 kam die Rückmeldung, wir Erwachsenen müssen weiter unsere Haltung reflektieren und unsere Hindernisse in uns überwinden. Wir wünschen uns, dass wir in Kirche Experimentierräume für gemeinsame Begegnung, Austausch zu wesentlichen Themen, die uns in verschiedenen Altersgruppen alle betreffen und uns miteinander trauen, gemeinsame Lösungen zu entwickeln. Dafür müssen wir Erwachsene die Ressourcen zur Verfügung stellen. Gruppe 1 sagt, Beteiligung braucht gegenseitiges Vertrauen. Jugendliche Fragen birgt auch ein Risiko, die Folgen dann auch zu akzeptieren. Ja, unbedingt. Da sage ich mal kurz was zu. Das haben wir ganz viel hier erlebt. Das ist sozusagen auch was, wo man sich schon mal darauf vorbereiten kann, im Kopf sozusagen vorbereiten kann als Erwachsene, als Pädagogen, Pädagoginnen, Diakone und Diakoninnen, dass wir vielleicht Sachen hören, die uns überraschen oder die wir auch nicht so toll finden. Ja? Also, dass Jugendliche Sachen, Aktivitäten vorschlagen, Veränderungen in der Organisationsstruktur vorschlagen, die
vielleicht andere Faltblätter vorschlagen oder sagen, wir machen überhaupt keine Faltblätter mehr, wir machen das alles nur noch virtuell oder was weiß ich. Also ganz andere Sachen vorschlagen, wo die Erwachsenen dann erstmal überrascht sind und das Gefühl haben, jetzt wird uns hier was weggenommen. Ja, also darauf muss man vorbereitet sein und dass auch deutliche Kritik von den Jugendlichen kommt. An den Angeboten, an der Organisationsstruktur, an der mangelnden Beteiligung. Also wir haben deutliche Kritik, ich erinnere mich vor ein paar Jahren, deutliche Kritik zum Beispiel, ganz praktische Kritik an den Öffnungszeiten für bestimmte Jugendangebote gekriegt. Ja, warum sind die Öffnungszeiten nicht deutlicher am Wochenende? Warum richtet sich das alles nach den Befindlichkeiten der Erwachsenen? Ja, warum machen wir nicht viel mehr, sodass die Öffnungszeiten dem Lebensalltag der Jugendlichen entsprechen und so weiter? Ja, da hat es hier ganz schön geknatscht, weil das deutlich mit den Erwartungen der Erwachsenen sich sozusagen gerieben hat. Und darauf muss man sich vorbereiten. Ja? Es ist ganz spannend, partizipativ zu arbeiten. Ich möchte es überhaupt nicht missen. Ich finde, die Jugendlichen und Kinder sind so inspirierend in ihren Ideen. Und ich habe so viel gelernt. Aber es gibt auch deutliche Reibungspunkte. Und auf die muss man sich vorbereiten. Eine letzte Rückmeldung aus Gruppe 5 gibt es noch. Wo tauchen eigentlich schon in unseren Begriffen die Kinder auf? Insgesamt müssen wir auch in unseren Erwachsenenstrukturen an der Partizipation arbeiten. Absolut, ja. Ja. Ja, vielen Dank für das, was an Erkenntnissen, an Vision miteinander geteilt wurde. Wir sind jetzt schon fast am Ende unserer Veranstaltung, unseres Online-Meetings. An dieser Stelle möchte ich erstmal vielen Dank dir, Ariane, sagen für das, was du mit uns geteilt hast, so, und auch die Zeit, die du dir genommen hast. Ich möchte vor allen Dingen auch Falco, Wermut und Nadja Paul danken, die diese musikalischen Beiträge, die wir heute hier gesehen haben, extra für uns aufgenommen und inszeniert haben. Vielen Dank auch an die Kinder, die das sozusagen ja auch inspiriert haben an der Stelle, dass das so geworden ist mit ihren Ideen. Ich möchte auch den Junior-Teamerinnen und Teamern aus St. Georg Dankeschön sagen. Die waren echt total mutig und haben sich da reingestürzt in dieses Projekt. Und ich finde, es hat mir viel Freude gemacht, das mit ihnen auch weiterzuentwickeln. Dankeschön möchte ich auch sagen den Kollegen aus dem LAJU Oldenburg und Bremen, die ganze Werktagung mit ihrem ganzen Support unterstützt haben. Das wäre ohne sie gar nicht möglich gewesen. Und dann sage ich allen Teilnehmenden, das sind 94 Menschen, die hier während der Werktagung dabei waren, vielen Dank, dass ihr einfach da wart, eure Ideen eingebracht habt, dass ihr euch ja gezeigt habt mit eurer Arbeit. Vielen Dank den Workshop-Leitenden, die einen Workshop übernommen haben und ihr Thema vorgestellt haben. Es waren 500 Mal Menschen da, die unseren Gottesdienst angeguckt haben. Das finde ich großartig. So viele Leute, die mitgefeiert haben im Laufe der Woche. Und ich kann sagen, es waren insgesamt 40 Kinder auch an der Werktagung beteiligt, denn ohne die sieht unsere Kirche einfach alt aus und das haben wir an der Stelle auch gesehen. Genau, aber jetzt würde ich ja sagen, jetzt haben wir so viel darüber geredet, jetzt müssen wir eigentlich endlich mal die Torte anschneiden. Paula, kannst du uns bitte jetzt endlich mit uns diese Machttorte teilen? Also, ich bin jetzt schon ganz neugierig, wie das aussieht und ich würde sie endlich probieren wollen. Könnt ihr die Wimpel lesen? Da steht Glück und Frieden drauf. Das finde ich ganz großartig in Kombi mit dieser Krone.
Oh, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Oh ja. Ich sabber gleich, Beate, das wird ein bisschen peinlich. Ne? Ja, die Kinder haben gesagt, sie soll eher außen schlicht sein. Aha. Und innen, ja, ihr werdet es gleich sehen. Ich halte mal fest. Ja. Trommelwirbel. Wow. So. Krass. Ja, so sieht eine echte Kindermachttorte aus. Tja, ihr Lieben, es tut mir wahnsinnig leid an dieser Stelle, dass wir diese Torte nicht mit euch teilen können. Schade, schade, Mensch. Aber wir können etwas anderes zum Schluss mit euch teilen und das ist der Segen. Und als Zeichen der Verbindung und als nahrhaften Begleiter auf dem Weg Richtung Partizipation möchten wir das jetzt tun und ich möchte euch bitten, dass ihr euch so vor euren Bildschirm setzt und eure Hände so zur Seite nehmt, dass ihr praktisch die Leute, die neben euch sitzen, berühren könnt, virtuell zumindest. Jawohl, Birte und ich machen das auch mal. Wir gehen mal zu euch hier an den Bildschirm. Gott segne deinen Weg, die sicheren und die tastenden Schritte. Die Einsamen und die Begleiteten, die Großen und die Kleinen. Gott segne dich auf dem Weg mit Atem über die nächste Biegung hinaus, mit unermüdlicher Hoffnung, die vom Ziel sinkt, das nicht sieht, mit dem Mut stehen zu bleiben und der Kraft weiterzugehen. Gottes Segen umhülle dich auf deinem Weg wie eine wärmende Kuscheldecke. Gottes Segen nähre dich auf deinem Weg wie Kaffee, Tee und Torte. Gottes Segen leuchte dir auf deinem Weg wie ein Kronleuchter auf der Festtafel. Geh im Segen, wohin der Weg dich auch führt. Amen. Amen. So, jetzt ist Zeit für Kaffee, Tee und leckerstes Gebäck. Ihr seid jetzt noch eingeladen, vielleicht für die nächste halbe Stunde euch mit eurer Teetasse und mit eurem leckeren Kuchen, vielleicht habt ihr auch eine andere herzhafte Variante bei euch stehen, dass ihr euch einfach nochmal in den Breaking-Out-Räumen treffen könnt, austauschen könnt, ein bisschen kennenlernen, das, was ihr vielleicht jetzt noch nicht zu Ende reden konntet, einfach miteinander teilen. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß, einfach wunderbar, dass ihr da wart und dann hoffentlich bis zur nächsten Gelegenheit, vielleicht bei der Gesamttagung Kindergottesdienst. Tschüss.